Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Deutschen Museum. Steht der Weihnachten relativ dicht vor der Tür und es ist nichts peinlicher, als wenn man dann irgendwelche Notgeschenke loswerden möchte, weil man nicht weiß, was man einfach verschenken könnte. Und deshalb habe ich diese junge Dame überredet, dass sie uns heute ein paar Tipps gibt. Schauen Sie, hat zum Beispiel ein wunderbares, riesengroßes, rotes Buch in den Händen. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen schwer für Sie, zu wissen. Ah, weiß ich nicht, das dürfte schon so 2,5 Kilo. Kilo, ja, also deswegen müssen wir schnell sein. Ne? Aber das wäre zum Beispiel ein bleibendes Geschenk, weil ja, das sind Dinge drin, die sind im Museum und deshalb relativ schwer im Orkus der Geschichte zu entsorgen. Ja. Die Dame ist also hier im Museum für die Veröffentlichungen zuständig, somit auch für dieses Buch. Wie viel machst du pro Jahr? Eines, zwei, mehrere? Bücher, oh, ne? Wir sind schon an die 10, kommen wir ran. Also nicht alle in der Größenordnung und alle in der Liga. Es sind auch ein paar kleine, Forschungsliteratur ist dabei. Aber wir sind schon gut beschäftigt. Es werden auch immer noch nachgefragt, die Bücher. Ja. Erfreulicherweise gerade natürlich so die Bildbände jetzt vor Weihnachten. Deswegen sind wir auch froh, dass es rechtzeitig fertig geworden ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, was Sie tun, ist kontraproduktiv. Ja, so. Weißt du, eigentlich erspart, dass man ins Museum geht, verstehen Sie? Nein. Das soll ja eher ins Museum reinlocken, weil das verstehe. Sind die Bilder, die man da gesehen bekommt. Und dann sagt man, das ist schon, es sieht schick aus und legt man auch gerne irgendwo zu Hause aus, aber es in live zu sehen, ist schon nochmal eine andere Liga. Das ist, glaube ich, so ein Flügel von einem Windgenerator von innen. Genau. Da steht es eh schon da. Ja, genau. Und ist in echt halt doch ein bisschen größer als jetzt hier auf der Seite. Und das ist eigentlich auch die Idee, weswegen wir das Buch angegangen haben. Zum einen für diejenigen, die es nochmal mit nach Hause nehmen wollen, die zu Hause nochmal die Gelegenheit nutzen wollen, vielleicht das eine oder andere zu vertiefen. Aber es ist natürlich eben auch ein tolles Geschenk mit 2 Eintrittskarten. Und dann können die Leute kommen und hier abgleichen, ob sie auch das wiedererkennen, was da in dem Buch auf den 350 Seiten. Es ist halt so, dass nicht jeder Mensch automatisch ein Ingenieurswissenschaft studiert hat. Und deshalb vielleicht eine Krücke braucht, aber Krücke ist kein nettes Wort, aber eine Brücke braucht, um das Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis hinüberzuführen. Kann man das so formulieren? Ja, auf jeden Fall. Okay. Man kann natürlich dann auch nochmal das eine oder andere vertiefen. Also ein bisschen Text ist auch dabei, jetzt auf der Seite nicht, aber hier, da wird dann schon auch nochmal erklärt, was zu sehen ist. Nicht alles, aber das Wichtigste kann man dann zu Hause auch nochmal nachlesen und schauen, was man vielleicht nicht verstanden hat. Und es ist trotzdem kein Lehrbuch, das heißt, also, ich kann es auch kapieren, wenn ich nicht Physik studiert habe. Das ist die Idee dabei. Ja. Also das ist wirklich für jeden, egal aus welcher Ecke man kommt, egal was man mitbringt. Das ist ja auch die Spannbreite im Museum, die von Raumfahrt bis zur Robotik reicht oder bis zur Landwirtschaft. Und da ist man ja auch nicht überall Experte. Und deswegen versuchen wir hier wirklich alle abzuholen, alle mitzunehmen, die das eine die oder andere sich erklären lassen wollen. Ja. Wer hat denn die Texte gemacht oder wir haben die Objekte jetzt erstmal rausgesucht, die es da rein? Ja, das war ein schwieriges Thema, weil es gibt natürlich so die Klassiker, die Standardwerke, die irgendwo immer auftauchen, vom Kernspaltungstisch, die Valier-Auto, die Raketenwagen. Aber dann haben natürlich die Kuratorinnen und Kuratoren immer noch ihre eigenen Highlights, was sie gerne reinbringen wollen, ihre Lieblinge, für die sie vielleicht auch besonders gekämpft haben, dass sie ins Museum kommen können. Und wir haben da versucht, eine Mischung zu finden aus Kuriositäten, Briefkaubenkamera, aber auch die Klassiker, die jeder erwartet, die irgendwo jeder auch mit dem Deutschen Museum verbindet. Ja, aber Sie haben doch hier dieses Buch erst vor kurzem rausgebracht. Ja. 100 Objekte. Das war im vergangenen Jahr, ja. Okay. Das ist noch mal ein bisschen, muss man fairerweise sagen, geht mehr in die Tiefe. Also wenn Sie hinter uns schauen, das sind so Veröffentlichungen, die aus der Abteilung dieser Dame stammen. Es gibt dann aber also Spezialbücher über Optik zum Beispiel und über Mathematik. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, über Optik, da kann ich es mir ja noch vorstellen, dass man da was herzeigen kann. Aber wir können ja über Mathematik was anderes schreiben, also ein Rechenbuch über Algebra, wo halt irgendwie Rechenexempel drin sind oder irgendwelche Formeln aufgeführt sind. Das ist, also das tut der Autorin ohne Recht. Insofern als Geschichte, also die Mathematik wirklich auch spannende Geschichten hält. Für einen Mathematiker, die Unendlichkeit oder? Betrifft, ne, gar nicht mal. Nein, also das ist
man sollte schon ein gewisses mathematisches Interesse mitbringen, aber auch da gibt es vieles zu erzählen. Wie gesagt, gerade von der Unendlichkeit, was ist die Bestimmung, wo geht's hin, auch aktuellere Themen in der Mathematik, wie sich Räume konstituieren lassen und berechnen lassen. Also das ist auch die ganze Spannbreite. Und der Versuch war da auch ein bisschen, die Ausstellung ins Buch zu holen. Weil die Ausstellung ist ja auch sehr, die soll ja auch anregen, mitzuspielen, auszuprobieren, die Mathematik auch nicht nur als Zahlen, die ich aneinanderreihe, zu begreifen, sondern wirklich was mitzumachen. Ja, da haben Sie zum Beispiel eine Doppelseite über die May West. Ja. Das ist diese Stangerl zeigt, was da am Effnerplatz umherum steht. Ja. Und unter mathematischen Aspekten aufbereitet. Ja, genau. Ich glaube, das war auch da die. Im Detail stecke ich ehrlich gesagt jetzt da auch nicht so drin. Ich habe es auch nicht gelesen. Wie gibt man eigentlich die Anregung für sowas? Kommt dann der Heckelzian und sagt, Sie, uns fehlt ein Buch über Mathematik, die Hilfswissenschaft für die Ebene, wo ich zu Hause bin, die Physik, weil Physik ohne Mathematik ist ja schwieriger. Ja, er kommt schon gerne auch an mit einem Buchwunsch, aber das war tatsächlich Teil der Generalsanierung, wo perspektivisch jede der neuen Ausstellungen so ein Band, also wirklich in der Größenordnung, auch ein Buch dazu bekommt. Und das soll klar zum einen auch die Wissenschaftlichkeit der Ausstellung belegen, zum anderen aber wirklich auch die Leute ans Boot holen und sagen, hier, befasst euch mal damit. Das ist spannender, als man vielleicht auf Anhieb denkt oder vielleicht aus der Schule die Erfahrung mitgebracht hat. Das kann auch ganz neue Themen eröffnen. Und dafür sind die Bücher gedacht. Gibt es das über Chemie auch? Na, da arbeiten wir dran. Das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr. Das tut die Dame nur, mich zu kränken, weil ich bin nämlich Chemiker, verstehen Sie? Tatsächlich? Ja. Und die Chemie fällt immer hinten runter. Nur weil sie so wenig dafür interessieren. Was ich nicht verstehe. Weil Chemie ist so schön. Verstehen Sie, das Blitz kracht, stinkt, das hast du ganz selten. Und die Abteilung, wo man eher diese Blitze in die Kugel einsteckt, das ist jetzt weg. Verstehen Sie? Nein, das ist nicht. Na gut, die kommt Kugel ja wieder, ist aber weg. Aber die Kugel ist weg. Dafür gibt es jetzt neue Blitze eben in der Chemie. Also da gibt es ja auch Programme und dann kann man sich auch da von Nebelschwaden umwabern lassen. Nebelschwaden? Ja, wahrscheinlich also, ist das jetzt falsch, aber... Wo gibt es dieses Buch? Das gibt es hier im Haus, oder? Buchhandel? Ja, genau. Wo man hingeht, also bei uns im Shop natürlich, bei Amazon, also beim Online-Händler, beim Buchhändler vor Ort, kann man überall bestellen und auch auf unseren eigenen Seiten. Und es ist wirklich so gehandhabt, das Buch. Nur mal eine kleine Pause. Aber es ist so gestaltet, dieses Buch, dass Sie das zu Hause erstens mal für sich selbst lesen könnten, und selbst dann irgendwas begreifen oder nachvollziehen. Aber man kann es eben auch mit Kindern lesen und kann den Kindern, der Papa sagt jetzt was oder die Mama hat auch eine Ahnung von Mathematik oder von irgendwelchen Dingen, die hier im Deutschen Museum zu sehen wären, dass man es ein bisschen vertiefen und aufschlüsseln kann. Und es ist vor allem auch dazu geeignet, einmal um einen Besuch im Museum vorzubereiten, das ist ganz wichtig zu wissen, oder aber ihn nachzubereiten. Genau, ganz genau. Soll Anregungen geben, aber auch die Möglichkeit, Dinge zu vertiefen, wo hier vielleicht im Haus gerade zu viele Leute davor gestanden waren, dann kann man zu Hause nochmal nachschauen. Machen wir eine kleine Pause, Damen und Herren, und dann möchte ich noch ein bisschen über das Thema sprechen, ob sowas dann im Zeitalter der Internet und Wikipedias, ob das dann überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob es nicht scheiter war, wenn man so ist, internettechnisch oder tauglich aufbereitet, aber dazu gleich mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Was ist Singen? Singen ist wichtig. Es befreit. Es ist extrem faszinierend, mit seiner Stimme, mit seinen Gefühlen unser Publikum berühren zu können. Das ist eine Sucht, der man erliegt. Als ob wir mit der Hand durch die Brust hineingehen und sie einmal zart anstupsen. Das echte Gefühl, die echten Emotionen. Und um das zu erreichen, muss man es schaffen, seine Stimme zu einem Instrument zu machen. Seinen eigenen Weg, seine eigene Interpretation finden und sie genießen. Habt ihr Lust, es zu probieren? Dann traut euch. Und das schaffen wir. Da bin ich überzeugt. Ich bin Jonas Kaufmann und ich begrüße euch recht herzlich beim Meet Your Master. Lerne von den Besten auf meetyourmaster.de. Glück ist,
die Sterne wieder zum Leuchten bringen. Glück ist der Moment, wenn ich ins Becken tauche. Glück ist, wenn Weihnachten für alle schön wird. Mit einem Los der Glücksspirale haben Sie die Chance auf 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags, 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now. München TV. Deine Stadt. Dein Sender. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, diese Dame hier trägt ein potenzielles Weihnachtsgeschenk für Sie in den Händen, ein rotes Buch, was aber nur deshalb rot ist. Warum ist es eigentlich rot? Ja, Museumsrot. Museumsrot. Ja, das ist unsere Farbe. Ja, da sind also so Exponate drin, wie man hier im Museum praktisch anschauen kann. Jetzt wollte ich mal mit Ihnen noch mal kurz Ihre Einschätzung oder von Ihnen die Einschätzung hören. Glauben Sie, dass Bücher nur zeitgemäß sind? Oder Ja, berufsbedingt. Ja, nein, aber, man muss schon ein bisschen Distanz. Auch bei Lichte betrachtet. Also man muss sicherlich unterscheiden, in der Forschung zum Beispiel geht immer mehr die Tendenz Richtung Digitalität und es ist auch sinnvoll, weil wenn ich was recherchieren möchte, wenn ich irgendwelche Begriffe nachschlagen möchte, habe ich da ganz andere Möglichkeiten als im gedruckten Buch. Es geht schneller, ich muss nicht planen. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite, gerade Bücher, die mit starken Bildern dominieren, die auch eine Haptik vermitteln. Ich meine, das ist hier auch, es ist schlicht gehalten, aber dann doch geprägt. Und das ist einfach, wo ich einen anderen Bezug dazu bekomme, wo ich auch den Fortschritt sehe, wenn ich eine Seite umblättere, vielleicht befriedigt bin. Das ist nochmal anders als wirklich im Digitalen. Also ich denke, man muss sehen, wofür brauche ich die Inhalte, wofür will ich es haben? Will ich es für zu Hause haben oder will ich es für die Arbeit haben? Dann ist eher das Digitale angesagt. Ein hochinteressanter Aspekt. Die Befriedigung, die ich empfinde, ja, sie lade darüber, wenn ich bei einem Buch die Seite umschlage. Wissen Sie, wann ich diese Befriedigung habe? Na? Wenn ich die Buddenbrooks von Thomas Mann lese. Ja. Weil dann bin ich so zufrieden, dass ich den Schmarrn mir zwei Seiten lang zugefügt habe. Aber es ist, aber doch nicht bei sowas. Das ist Freude. Für mich hat das was mit Freude zu tun. Verstehen Sie das? Dass ich jetzt mehr über das Ruska-Instrument weiß zum Beispiel. Ist es denn das Ruska-Instrument? Ja. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, weiß ich nicht auswendig. Ja, ist ja wurscht, aber ich finde das so bemerkenswert, weil normalerweise werden ja immer so irgendwelche Errungenschaften technischer Natur so nach dem Erfinder benannt. Ja. Verstehen Sie das? Ja. Aber beim Ruska-Instrument, der Ruska war so bescheiden und hat das wegweisende technische Instrument, das er erfunden hat, einfach nur Elektronenmikroskop genannt. Verstehen Sie das? Das ist schon einfach bemerkenswert. Ja, ist anständig. Gibt es das Buch überhaupt im Handel, muss ich jetzt nur abschließend fragen. Ja, selbstverständlich. Ist es noch nicht vergriffen? Nein, ist es noch nicht vergriffen. Obwohl es rot ist. Ja, wir haben es ja relativ frisch rausgebracht und schon perspektivisch so viel gedruckt, dass es eine Weile hält. Ja. Aber es darf natürlich auch gerne, wir drucken auch gerne nach. Das finde ich sehr anständig von Ihnen. Also, Damen und Herren, das Deutsche Museum, Herausgeber Wolfgang M. Heckel, ist ein Buch, was sehr zu empfehlen ist. Vor eben diesem berühmten Hintergrund, man kennt ja doch dieses blöde Sprichwort, Wissen ist Macht, aber nichts Wissen macht auch nichts. Und das ist etwas, da stellt es mir alle Haare auf. Verstehen Sie? Es muss richtig heißen, Wissen ist Macht. Und wer nichts weiß, muss alles glauben. Und das ist ein Zustand, der wäre für mich einfach überhaupt nicht wahrnehmbar. Wenn ich erst mal in Google nachschauen muss oder in Wikipedia, dann habe ich irgendwo verloren. Weil dann muss ich wieder glauben. Verstehen Sie? Und wenn Sie diesen Weg beschreiten, in das Buch reinschauen, hingehen, vor Ort ein Objekt sehen, das eigentlich alles beweist, was da drin steht, es ist doch viel angenehmer und schöner. Und wenn Sie es nicht glauben, probieren Sie es aus. Jetzt sind dann Weihnachtsferien. Nehmen Sie Ihren Nachwuchs, gehen Sie hin, sehen Sie, staunen Sie und gehen Sie mit diesem Buch nach Hause. Bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Erklären. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Wirtschaftstreff Bayern wird in Kooperation mit